Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Pete und heute stelle ich euch den Surao klappbaren Campingstuhl vor. Der hat eine Traglast bis 150 Kilogramm. Der Stuhl ist natürlich optimal für Wanderungen, zum Angeln oder zum Campen. So, das ist ein ganz einfaches Prinzip, was wir hier haben. Das ist einmal das Gestänge und hier einmal sozusagen das Laken. So, und aus den beiden Teilen kann man jetzt den Stuhl zusammenfügen. Wie gesagt, das Ganze lässt sich ganz einfach und schnell zusammenklappen. Ihr hört es mittlerweile. Das ganze Gestänge ist mit Gummiband versehen. Das heißt, ihr braucht einfach nur, wie ihr schon seht, hier die Stangen einfach hin und her schieben und schon rasten sie von alleine ein. So, das ist eigentlich schon das ganze Prinzip. Zack. Das Gestell ist innerhalb von wenigen Sekunden aufgebaut und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Laken. So, hier fange ich am besten immer oben an und spanne es dann nach unten. Ich lege den mal in einer niedrigen Position, damit ich da hier am Tisch besser rankomme. So, das Ganze ist natürlich auf dem Fußboden einfacher zu gestalten als jetzt hier auf den Tisch. Zack. Oben anlegen, hier unten dann einhaken, andere Seite auch. Hier einen kleinen Trick, einfach hier vorne mit Gewalt runterdrücken, zack, einhaken und schon steht der ganze Stuhl. Mehr ist es nicht. Also, einfacher Stuhl, wie ihr seht, kann man auch mit einer Hand einfach halten, so schwer ist er jetzt auch nicht. So, so sieht das Ganze aus. Innerhalb von Sekunden aufgebaut. So, bei dem ganzen Stuhl kommt noch ein Kopfkissen mit. Das befindet sich auch hier in dieser Tasche. Das müsst ihr noch nicht mal aufpusten. Das hat hier schon so einen Schaumstoff. Das klippt ihr einfach hier oben hin. Und schon habt ihr einen Campingstuhl mit Kopfkissen. Wie gesagt, er ist sehr stabil, der Stuhl. Hält bis 150 Kilo aus. Also sehr stabile Konstruktion. Und vor allen Dingen auch einfach. Man verliert hier ja auch keine Beine oder so bei, weil sie alle mit einem Gummiband fixiert sind. Der passt sich optimal Ihren Untergrund an. Da braucht ihr nicht drauf achten. Schnell und einfach aufgebaut. Auch beim Abbau ruckzuck geht der Stuhl wieder in die Tasche. Ihr drückt von einer Seite runter und dann könnt ihr auch hier das einfach lösen. So. Und stellt ihn hin. Zieht ihn hier oben am Kopfende nochmal ab. Zack. So, und beim Zusammenbauen achtet ihr einfach darauf, dass ihr vorher das Klett hier unten aufmacht. So. Und dann ganz einfach hier alles wieder auseinanderziehen. Es ist schnell, es ist einfach, unkompliziert. Ne? Einfach nur abziehen, in die Mitte stecken. So. Und schon habt ihr wieder ein geringes Packmaß. Das kommt jetzt hier in die Tasche. Das Kopfkissen braucht ihr nur einfach falten. Und dann packt ihr das hinten in die Ecke rein. Und dann einfach nur noch den Bezug da rein. Und fertig ist euer Campingstuhl wieder verpackt. Ruckzuck. Also die Tasche ist auch perfekt geeignet, den Stuhl ganz einfach zu verstauen. Man kennt es, in den meisten Taschen ist kaum Platz drin und man muss es so perfekt zusammenbauen, wie man es neu gekauft hat. Aber hier hat man richtig schön viel Platz. Den Stuhl habe ich bei Surao gekauft und wenn ihr da noch 10% Rabatt haben wollt, dann gebt ganz einfach am Ende vom Warenkorb Pete 10 ein. Und dann kriegt ihr 10% auf den kompletten Einkauf, den ihr dort tätigt. Das heißt nicht nur auf den Stuhl, sondern auf alles, was ihr dort in den Warenkorb werft, kriegt ihr 10%. Ja, also es lohnt sich, dort mal vorbeizuschauen. Ich verlinke euch ganz einfach alles unter dem Video, damit ihr auch einen schnellen Weg dorthin findet. Ne? Und wie gesagt, Top-Qualität, Top-Produkt und ein Stuhl, den ich niemals missen möchte.
Ja, in dem Sinne, schönes Wochenende, schönen Tag, was auch immer. Und wir sehen uns am besten im nächsten Video. Haut rein, euer Pete.